Dann darf ich Ihnen noch einmal im Namen von e-Education einen schönen Abend wünschen und Sie auch herzlich zum folgenden Beitrag begrüßen. Das Zentrum für Lernmanagement hat gemeinsam mit der UNTIS GmbH eine Integration der Systeme Eduvisual und WebUNTIS entwickelt. Und dazu begrüße ich Herrn Magister Robert Schrenk sehr herzlich vom Bundeszentrum für Lernmanagement, der in seinem Beitrag auf diese Funktionen eingehen wird, nämlich die, die bereits schon zur Verfügung stehen und jene, die auch noch in Planung sind. Falls Sie zwischendurch Fragen haben, bitte ich Sie, diese dann im Chat zu posten. Es wird nach dem Beitrag noch ein bisschen Zeit sein, um diese zu beantworten und wünsche Ihnen einen aufschlussreichen Vortrag. Vielen Dank für die nette Anmoderation. Auch von meiner Seite einen schönen Abend und herzlich willkommen. Ich darf diese Integration zwischen WebUNTIS und Eduvisual vorstellen. Bevor ich in Medias Res gehe, möchte ich ein wenig die Motivation hinter dem Ganzen noch erklären. Wir arbeiten mit ganz vielen verschiedenen Tools und Plattformen und es gibt auch ganz viele, die den Anspruch erheben, dass sie mehr oder weniger die eierlegende Wollmilchsau, wenn ich das so sagen darf, sind. Und wir denken auch, dass Eduvisual viel kann, aber es kann nicht alles und es soll auch nicht alles können. Und viel wichtiger ist es, dass die ganzen Werkzeuge, die wir verwenden, besser miteinander zusammenarbeiten. Dass nämlich die Nutzerinnen und Nutzer dort jene Funktion vorfinden, die sie gerade benötigen. Und gerade im Schulalltag gibt es ja eine Verzahnung der Schulorganisation, der Administration und dem Unterricht. Und auch hier sollte es sich nicht so anfühlen, als hätten wir verschiedene monolithische Systeme, sondern dass eigentlich die Lehrerinnen und Lehrer optimal unterstützt werden, indem sie nahtlos diese Werkzeuge verwenden können. Und wir als Zentrum für Lernmanagement an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich haben uns mit der UNTIS GmbH zusammengesetzt und haben gesagt, also ihr habt dieses perfekte Tool für Stundenpläne, die ganze Schulorganisation. Wir haben das perfekte Tool für den Unterrichtsalltag, für die pädagogische Arbeit. Und ich bin selber Lehrer und mich hat es auch immer gestört, wenn ich in den Unterricht gegangen bin, dass ich dann im Endeffekt beide Werkzeuge gebraucht habe, was ein gewisser Mehraufwand ist. Und dann eine doppelte Aufzeichnung auch damit einhergeht. Und wir haben uns einfach gedacht, wie könnte das besser ausschauen? Und da kam natürlich dann die Idee auf, dass wir diese Integration in die Wege leiten. Und wir haben jetzt die ersten Schritte in dieser Zusammenarbeit getan und haben da natürlich auch Ausbaupläne, wie das in Zukunft noch intensiver funktionieren könnte. Und das möchte ich eben im Rahmen dieses Beitrags ein wenig vorstellen. Ja, wenn ich so in die Teilnehmerinnenliste schaue, sehe ich viele bekannte Gesichter. Also ich begrüße euch alle, die ich gut kenne. Aber ich sehe auch Leute, die ich nicht kenne. Und insofern passt es vielleicht auch ganz gut, dass ich ein paar Folien eingebaut habe, die ein wenig noch über Eduvisual erzählen. Ich denke, es ist vielleicht interessant auch für Leute, die mit der Materie noch nicht so viel zu tun hatten, worum es denn eigentlich bei diesem speziellen Produkt in Österreich geht. Also Moodle ist, Eduvisual ist ein Moodle-System, fangen wir so an. Moodle ist ein Open-Source-Werkzeug, das sich jeder auf der Welt herunterladen kann und daher auch nach eigenem Belieben verändern darf. Also hier sind von den Moodle-Statistiken nur ein paar Zahlen. Es sind weltweit 184.000 registrierte Moodle-Installationen und insgesamt, wo sind die Anzahl der Nutzerinnen? Also an die 300 Millionen Nutzerinnen weltweit. Und das ist also ein sehr erprobtes System. Es wird auch an den Universitäten international sehr stark eingesetzt. Und wir haben uns dafür entschieden, auch mit Moodle zu arbeiten, weil wir vom pädagogischen Standpunkt her sehr überzeugt von dem System sind und wir die Möglichkeit haben, es selbst anzupassen. Und, Herr Schrenk, darf ich Sie kurz unterbrechen? Sollte man Ihre Folien schon sehen? Ja, sollte Nein, man. Nein, die sieht man nämlich nicht. Ich dachte auch, das wäre jetzt die Einführung gewesen, aber jetzt. Ah, jetzt Tut sieht man es. Ja, jetzt, super. Ich stört, dass man es nicht gesehen hat. Ja.
Anfängerfehler sozusagen. Aber gut, habe hier diese Folie schon vor Augen gehabt, als ich da erzählt habe. Also Moodle ist eben so ein internationales System, Open Source, und wir haben uns auch dafür entschieden, weil es sehr viele pädagogische Vorteile bietet und wir es auch selber verändern können. Und diese gemeinsame Zusammenarbeit mit der UNTIS GmbH ist ja auch eines dieser Projekte, wo wir selber Hand anlegen konnten, obwohl das Kernstück international entwickelt wird von dieser großen internationalen Community. Eduvidual ist mittlerweile sogar unter den Top 100 Moodle-Sites weltweit von der Größe her. Also da zeigt sich auch, dass hier in Österreich schon einiges getan hat in dem Bereich. Das freut uns auch sehr. Ich möchte über diese Folie nur schnell drüber gehen, weil es nicht das eigentliche Thema ist. Aber wir haben hier auch eine große Verbreitung in ganz Österreich mittlerweile. Und vor allem in den letzten 3 Jahren ist ein sehr großes Wachstum zu bemerken. Und das freut uns vor allem im Bereich der Gymnasien AHS, dass wir über 70% der Schulen bei uns haben und auch 40% der Mittelschulen, für die wir ursprünglich gar nicht beauftragt waren, die sozusagen auf diesen Zug aufgesprungen sind. Und ja, hoffentlich auch sehr zufrieden sind. Hier komme ich auf eine Folie, die vielleicht schon ein bisschen mehr mit dem Thema auch zu tun hat, wenn auch hier nur am Rande, weil es ja doch mehr um die Organisation geht und nicht so sehr um den Unterricht selber. Ich wollte es mir aber nicht nehmen lassen, das auch nochmal zu betonen, denn wenn wir digitale Technologien einsetzen, sollten wir versuchen, eine Transformation zu erreichen, und zwar im Hinblick darauf, dass wir nicht nur Werkzeuge austauschen, sondern dass wir auch etwas in unserer eigenen Art, wie wir arbeiten, wie wir unterrichten und wie wir interagieren, ändern. Und insofern hat es möglicherweise auch mit dem Thema von heute zu tun, als dass wir ja unsere Arbeit anders angehen sollten als sonst. Hier dieses SAMRA-Modell wird oft als Referenz herangezogen, und das möchte ich auch, weil oftmalig eben nur so ein Austausch von Werkzeugen stattfindet, also eine Ersetzung auf der Ebene der Substitution. Und wir haben das auch bei den letzten Lockdowns sehr stark gesehen, dass zum Beispiel Arbeitsblätter abfotografiert wurden und hochgeladen wurden. Und das ist, glaube ich, nicht unbedingt das Ziel der Digitalisierung. Wenn wir auf ein höheres Level der Transformation schauen, dann geht es eigentlich um eine Transformation von unserem Unterrichtsverhalten. Wir haben meine Vorredner, der Markus und die Julia, auch schon in diese Kerbe geschlagen und in Richtung Individualisierung gesprochen. Und ich möchte es in meinen Folien einfach auch betonen, weil ich finde, das ist, wenn wir von Digitalisierung sprechen, immer eine ganz wichtige Message. Ja, ich denke, über diese Folien gehe ich drüber, nachdem die meisten, die hier, wenn ich so auf die Teilnehmerinnenliste schaue, Eduvidual gut kennen. Ein Highlight möchte ich noch herausnehmen, weil auch die Sandra Janisch gerade da ist. Die ist unsere Frontwoman für das Thema der Webinare. Und hier gibt es jede Woche von der Sandra ein Webinar über verschiedene pädagogische Themen. Und für diejenigen, die sich hier mehr interessieren, wäre das dann vielleicht eine sehr interessante Anlaufstelle. Wir haben hier auch eine Datenbank mit den vergangenen Webinaren zur Nachschau. So, da gehe ich jetzt drüber hinweg und komme jetzt zu dem Thema, worum es eigentlich jetzt geht, weil diese Integration von Web und Dis und Eduvidual, die ist jetzt einerseits in der täglichen Nutzung von Vorteil. Das war ja auch das, was ich initial gesagt habe, was die Grundmotivation war. Es ist aber auch so, dass es für Administratorinnen und Administratoren eine gewisse Entlastung darstellen kann. Denn wir haben ja in WebUntis einen sehr reichen Schatz an Daten, nämlich das aktuelle den Stammdatensatz der Schule. Und wenn diese Systeme miteinander
arbeiten wollen, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn Sie auch Ihre Stammdaten gegenseitig austauschen können. In Individual ist es so, dass wir verschiedene Varianten schon für die Nutzerverwaltung eingebaut haben, die bisher zur Verfügung standen. Und hier ist einmal einerseits das Portal Digitale Schule zu nennen, das auch auf diesen offiziellen Sokrates-Datenstand letztendlich zurückgreift. Es ist aber auch so, dass Schulen direkt, wenn sie mit Microsoft oder mit Google-Konten arbeiten, sich hier anmelden können und die Schülerinnen dann der eigenen Schule zugewiesen werden. Wir haben es aber auch in der Vergangenheit ermöglicht, dass man über Excel-Listen, die man beispielsweise aus Web und Dis bezieht, die Nutzerkonten anlegen kann, damit die Administratorinnen und Administratoren hier mit wenigen Schritten das bewerkstelligen können. Trotzdem ist hier Handarbeit vonnöten und das ist so ein Punkt, der auch durch diese Integration irgendwann obsolet werden sollte. Was wir auch von den Schulen hören ist, naja, das Anlegen ist leicht, aber wenn die Schülerinnen die Schule verlassen, dann alle rausfischen und von der Schule wieder entfernen, das ist mühsam und auch das könnte dann eine solche Schnittstelle für die Schulen dann bieten. Prinzipiell gibt es hier auch eine Anleitung in unserer Individual-Dokumentation, also im Handbuch, sozusagen, wo alle diese verschiedenen Methoden genauer beschrieben sind. Auf die möchte ich nicht eingehen. Falls also jemand hier für seine Schule in Individual die Verwaltung inne hat, kann ich diesen Link gerne empfehlen oder an unseren Support verweisen. Wenn man diese Art der Verwaltung schlau anlegt, kann man sich sehr viel Arbeit nämlich ersparen. Nun zu dieser konkreten Integration in Web und Dis. Das sieht so aus, dass man innerhalb seiner Web und Dis-Instanz verschiedene Plattformen hinzufügen kann. Also UNTIS GmbH kooperiert ja auch mit anderen, was ja grundsätzlich auch gut ist, denn jede Schule verwendet andere Werkzeuge. Und hier können dann die Web und Dis-Administratorinnen und Administratoren diese Plattformen aktivieren. Das heißt, man muss einloggen, geht auf den Punkt Administration, Plattform und dort kann ich dann diese Plattformen hinzufügen. Ich zeige das dann auch kurz noch live her, damit man vielleicht sieht, wo muss ich wie klicken und was steht wo. Man kann dann konfigurieren, dass diese Integration an zwei Punkten erscheint in Web und Dis. Nämlich einerseits in dem Hauptmenü, also wenn alle Nutzerinnen einsteigen, links das Hauptmenü gleich. Das steht auch hier Eintrag im Hauptmenü. Und man kann differenzieren nach verschiedenen Benutzerrollen. Also ich kann dann in Web und Dis sagen, dass das alle Schülerinnen sehen oder alle Lehrerinnen oder eben generell alle. Das mache ich hier rechts über Rolle hinzufügen und dann bekomme ich hier diese verschiedenen Tabs. Wenn ich bei Rolle hinzufügen Default auswähle, dann bedeutet das, alle sehen das. Den Namen, den darf ich frei wählen. Das heißt, ich kann hier einfach nur Individual schreiben oder was auch immer ich möchte. Diesen Pfad sollte man nicht ändern. Ich habe hier UNTIS schon gebeten, dass das nicht änderbar ist, weil das würde die ganze Schnittstelle dann kaputt machen. Aber es ist im Moment da, deswegen erwähne ich es. Und man kann auch sagen, dass diese aufgerufene Seite dann, also Individual, in einem neuen Tab geöffnet werden soll oder nicht. Da muss man dazu sagen, dass es standardmäßig gedacht ist, in einem iframe eingebettet zu sein. Das ist also viel schöner, führt aber leider bei Safari und auch bei Google Chrome auf MacBooks zu Problemen. Und in dem Fall, wenn man an der Schule sehr verbreitet diese Geräte hat, ist es möglicherweise anzuraten, dass man standardmäßig in einem neuen Tab öffnet, auch wenn es dann nicht so schön ist. Genau dasselbe Spiel kann ich noch einmal konfigurieren für Stundenplan Details. Das heißt, wenn jemand auf seinen eigenen Unterricht geht, das bedeutet, eine Lehrperson hat dann im eigenen Unterricht einen Link,
der auf den eigenen Kurs in Eduvidual verweisen kann. Diese Menüpunkte, die sich dann eben in Eduvidual integrieren, können dann die Nutzerinnen einfach aufrufen. Jetzt muss aber Moodle oder Eduvidual noch wissen, wer die Person ist, die das Ganze aufruft. Und die Idee ist es ja, dass wenn ich von Web und Disk komme, ich dann auch automatisch angemeldet werde. Das bedeutet, dass wenn das erste Mal jemand diesen Link anklickt, dann möchte Eduvidual das Benutzerkonto, das derjenige in Eduvidual hat, verknüpfen. Und es stehen hier drei Optionen zur Auswahl, 2 bis 3, je nach Schule. Das kann die Schule ein wenig anpassen, dazu mehr später. Der erste Punkt, ein bestehendes Konto verknüpfen, bedeutet, dass ich, wenn ich eingeloggt bin, ausgeloggt werde und dann zur Login-Maske komme. Sollte ich nicht eingeloggt sein, komme ich natürlich gleich zur Login-Maske. Dann melde ich mich mit dem Konto an, das ich in Eduvidual bereits verwende. Und da kann ich jede der zuvor genannten Authentifizierungsmethoden verwenden, also Portal Digitale Schule, Microsoft, Google oder ein direkter Login mit per E-Mail-Adresse und Passwort. Und dann komme ich noch einmal auf diese Landingpage und hier bestätige ich jetzt, ja, es ist wirklich dieses Konto, das ich jetzt verknüpfen möchte. Dieser Zwischenschritt ist deswegen erforderlich, falls ich nämlich in einem zweiten Tab bereits angemeldet bin und das System würde nicht nachfragen, dann würde es mich möglicherweise sofort verknüpfen. Mir ist es zum Beispiel tatsächlich mal passiert, ich war in einem Tab als Administrator eingeloggt, dann habe ich es ausprobiert mit einem Testkonto und schwupps war das Testkonto mit meinem Admin-Konto verknüpft. Das ist gar keine gute Idee. Deswegen haben wir es eben so gemacht, dass dieser bewusste Zwischenschritt noch auf jeden Fall abgefragt wird. Aber man muss es ja auch nur einmal machen. Wenn ich über diesen Weg meine Benutzerkonten verknüpft habe, dann habe ich auch die Möglichkeit, diese Verbindung wieder zu trennen. Das heißt, ich kann dann auch sagen, okay, ich verknüpfe jetzt ein anderes Konto von Eduvidual mit meinem Web- und Disk-Login. Bei der letzten Option, Konto erstellen, das muss die Schule selbstständig aktivieren, wenn sie das möchte. Das ist einfach ein Schalter dann. Bedeutet, ich erlaube, dass auf Basis der Daten, die in Web und Disk hinterlegt sind, eine Einzelperson sich ein Konto anlegen kann. Das kann möglicherweise von Schulen einfach dann als die Methode verwendet werden. Es wird dann Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse von Web und Disk übernommen. Es wird dieses Konto fix verknüpft mit dem Web und das Login und in dem Fall kann man es nicht später trennen, weil es gibt ja kein Passwort und die Leute könnten dann auf ihr Konto nicht mehr zugreifen. Es ist dann Web und das die einzige Möglichkeit, um auf dieses Konto einzusteigen. Ja, außer man ändert in Eduvidual dann das Passwort, dann könnte man das umgehen, aber aus Sicht des Nutzers und der Nutzerin wäre es nicht möglich. Jetzt haben wir diese Hürde geschafft. Was sehen die Nutzerinnen jetzt? Ab diesem Zeitpunkt werden sie automatisch angemeldet und in dem Hauptmenüpunkt wird auch automatisch der digitale Schulhof der Schule und der Support-Helpdesk der eigenen Schule verknüpft. Das heißt, ich sehe diese beiden Kurse. Nutzerinnen werden auch automatisch in diesen Kursen eingeschrieben, die hier verlinkt sind. Wenn ich auf Bearbeiten klicke, dann kann ich die Auswahl der Kurse ändern und sieht dann so aus wie hier. Das heißt, ich kann alle Kurse, in denen ich Trainerrechte habe, anwählen oder abwählen. Und wie gesagt, werden alle Nutzerinnen dann in diese Kurse auch automatisch eingeschrieben, wenn sie auf den Link draufklicken. Wenn ich in Web und Disk Administrator bin, und auch in Eduvidual Managerin meiner Schule, dann habe ich hier auch diese zusätzlichen Optionen, wo ich einsehen kann, welche Mappings zwischen Web und Disk und Moodle-Konten bis jetzt eingestellt wurden. Und ich kann hier noch gewisse Einstellungen für meine Schule vornehmen. Das sind diese hier. Also wie vorhin erwähnt, kann ich einerseits die Erstellung von Nutzerkonten erlauben. Standardmäßig ist es aus.
Und ich kann sagen, dass auch die Rolle aus Web und DIS, also Schülerin, Lehrerin oder Erziehungsberechtigte, automatisch in Eduvidual übernommen wird für meine Schule in Eduvidual. Danke für das Signal. Das heißt, auch das muss ich bewusst einschalten, damit hier nicht meine Nutzerinnen aus Web und DIS in der falschen Schule zugeordnet werden, weil hier bin ich mit meinem Konto zum Beispiel in zwei Schulen berechtigt zur Verwaltung, aber die Web und DIS-Instanz gehört nur zu einer von den beiden. Der letzte Schritt ist hier auch im Prinzip derselbe. Wenn ich jetzt in einem Unterricht bin, dann habe ich hier diese Karteireiter, auch mit dem Eduvidual-Link, und die Lehrperson kann hier genauso wie vorhin einen Kurs auswählen, der bereits in Eduvidual angelegt wurde, und die Schülerinnen werden in diesen Kurs dann weitergeleitet und automatisch eingeschrieben. Das heißt, das ist im Moment der Vorteil davon. Der Ausblick, und dann bin ich auch schon mit meinen Ausführungen am Ende. Wir haben also bis jetzt diese Verknüpfung des Logins bewerkstelligt, die Zuordnung von diesen Navigationspunkten in Web und DIS zu den Eduvidual-Kursen und eine automatische Kurseinschreibung. Was jetzt noch die Pläne sind für die Zukunft, dass man als Lehrperson, wenn ich auf den Unterricht klicke und auf Eduvidual, dann, und es gibt noch keinen verknüpften Kurs, direkt einen Kurs anlegen kann. Das vereinfacht natürlich das Kursanlegen immens, dass Administratorinnen die Nutzerinnen anlegen können, also gleich im Bulk, und auch dann aus der Schule entfernen können, wenn sie in Web und DIS nicht mehr drin sind. Also zum Beispiel im nächsten Schuljahr sage ich einfach, zeige mir an, welche Nutzerinnen es nicht mehr in Web und DIS gibt, und dann schmeiße ich die aus meiner Schule raus. Und natürlich auch, dass hier eine höhere funktionale Zusammenarbeit ist für den Unterrichtsalltag. Zum Beispiel, dass ich in einem Blog in Eduvidual sehe, was heute für Unterrichte anstehen, vielleicht direkt mit einem Link dann zu den jeweiligen Kursen. Dass ich Hausaufgaben, die ich in Eduvidual gebe, automatisch in Web und DIS auch dem Unterricht anhängen kann und dann nicht doppelt hier die Aufzeichnungen führen muss. Und auch, dass ich direkt in Eduvidual dann die Anwesenheit erfassen kann, ohne in das andere Werkzeug wechseln zu müssen. Ja, das war jetzt die kurze Vorstellung und der Ausblick auf zukünftige Entwicklungen. Ich bin gerne offen für Fragen, beziehungsweise ganz ist es jetzt mit dem Vorzeigen nicht ausgegangen, aber möglicherweise kann ich das im Rahmen der Fragen dann noch einbauen. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, administrative Erleichterungen und Verschränkungen werden immer sehr gerne genutzt, und gerade Web und DIS und Eduvidual ist ja wirklich eine ganz tolle Verknüpfung. Gibt es vielleicht noch Fragen? Ich sehe noch, es gab die Frage, ob man Folien sehen sollte. Das haben wir schon erledigt. Vielleicht sonst noch zur Schnittstelle von Web und DIS oder Eduvidual, oder soll der Herr Schrenk vielleicht noch was herzeigen, was noch unklar ist? Ich hätte noch eine Frage. Erscheint die Schnittstelle über Web und DIS dann automatisch, oder muss ich die irgendwo bei Web und DIS quasi anwählen, oder muss ich das bekannt geben, dass ich dann diese Schnittstelle nutzen möchte? Grundsätzlich ist das schon verfügbar. Mhm. Also ich zeige es vielleicht kurz her, weil vorhin haben wir es nur im Foliensatz gesehen. Ich bin ja in der Integrationsumgebung und bin bereits gegangen auf Administration, Plattform. Hoppala, das war das Timeout. Wenn ich jetzt aufs Plus gehe, dann sehe ich die verfügbaren Anwendungen. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt, weil in der Integrationsumgebung wird leider immer wieder auch herumgebastelt. Ja, ich fürchte, es macht mir gerade einen Strich durch die Rechnung. Und ich kann hier aus dieser Liste dann auswählen, dass ich Eduvidual hinzufügen möchte, was auch im Produktivsystem bereits geht. Allerdings pilotieren wir das noch mit ein paar Schulen, bevor wir es groß
ausrollen. Das heißt, wenn hier jemand testen möchte, dann bitte ich darum, dass man mit uns auch Kontakt aufnimmt und wir das dann gemeinsam machen, weil wir bisher nur in der Integrationsumgebung getestet haben und das einfach gerne auch noch produktiv ein bisschen kontrolliert ausprobieren wollen, bevor dann das alle möglichen Schulen für sich einschalten. So, ich probiere es noch Da haben Sie schon die Fragen im Chat vorweggenommen. Eine Frage wäre noch, wann ungefähr mit der Verfügbarkeit gerechnet werden kann. Also wie lange wird diese Pilotierungsphase dauern? Ja, also wie gesagt, prinzipiell kann man es schon verwenden, mit uns einfach Kontakt aufnehmen, dass wir ein bisschen einen Blick drauf haben, dass alles klappt. Also ich würde sagen, das ist jetzt innerhalb des Novembers, dass wir das abgeschlossen haben, weil ich ja eigentlich davon ausgehe, dass alles funktionieren sollte. Ja, es ist sich nur wegen Erkrankung von einem Mitarbeiter nicht ausgegangen, dass wir das jetzt in den letzten 2 Wochen noch gemacht haben und das müssen wir jetzt nachholen. Also wenn keine gröberen Komplikationen auftreten, sollte das jetzt noch im November abgeschlossen sein. Super, dann vielen herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Ich glaube, es gibt schon sehr viele Interessenten und Interessentinnen. Und darf mich nochmal bedanken und Ihnen auch noch einen schönen Abend wünschen.